Wow, ist einfach schon ewig her. Also es kommt einem vor wie also nicht 10 Jahre, sondern 20 Jahre. Ja, war natürlich auch Tölzer Trainerduell, die Legende Hans Zach gegen Toni, der leider schon verstorben ist, aber wir mit ihm da den großen Erfolg noch einfahren konnten. Ja, den Hans hatte ich ja selber 4 Jahre als Trainer und das ist eigentlich ganz kurios, weil jedes Mal, wenn ich gegen den gespielt habe, war es immer trotzdem noch so, als würde er einen beobachten. Und ist auch heute noch so, ich habe ihn letztes Jahr beim Abschiedsspiel vom Daniel Kreuz an der Bremenstraße getroffen und das ist immer noch, wenn der den Raum betritt, dann ist immer noch so eine Aura für mich, weil der halt einfach ein besonderer Trainer ist, auch in meiner Karriere. Und deswegen, da das Endspiel gegen Hans zu gewinnen, war natürlich nochmal extra toll. Ja, das war natürlich super erste Reihe, die wir damals hier hatten, mit dem Kenny, mit dem Paps und mit dem Normi. Unglaubliche Spieler, gerade hinsichtlich der Offensive, konnten produzieren wie kaum eine andere Reihe und ja. Ja, wir waren nicht umsonst auch in dem Finale, weil wir halt auch eine gewisse Qualität einfach hatten. Ja, die Scorpions, die hatten auch eine sehr gute Mannschaft damals. Das war das Grundgerüst, mit dem sie dann im Jahr drauf auch Deutscher Meister wurden. Ja, auch deren erste Reihe, wenn man die anguckt, Schneider, Herberger und Mitchell. Einfach Top-Spieler über Jahre in der Liga gewesen auch. Und auch die waren natürlich zu Recht im Finale. Keine Frage, da haben zwei gute Mannschaften gegeneinander gespielt. Ja, wir hatten einen Heimvorteil auf unserer Seite und mein Stadion war voll. Geht um alles, alles oder nichts Spiel. Man kann Pokal gewinnen. Das ist man natürlich vielleicht ein bisschen heißer wie in einem normalen Spiel noch. Und wollten natürlich auch gleich loslegen wie die Feuerwehr dann. Ja, wir hatten natürlich den perfekten Start, dann nach 1,5 Minuten schon in Führung zu gehen in so einem Spiel. Das hilft natürlich immens. Wirst du gleich ein bisschen lockerer. Ja, man sieht auch direkt am Jubel, dass es dass halt schon was Besonderes ist, dass es ein Finale ist, weil klar, der Mochi war jetzt schon eher für außergewöhnliche Jubler bekannt, aber trotzdem insgesamt, wenn man sieht, wie die Jungs sich feiern, dann hat man schon gesehen, dass es ein besonderes Spiel ist halt. Ja, hier war halt dann eine bisschen strittige Szene, als der Patrick einen Johnny in die Bande fährt, wobei es im Nachhinein jetzt nicht mehr so schlimm aussieht, wie damals vielleicht für die Emotionen war. Da hat es ein bisschen mehr gepusht, jetzt naja, schiebt dann eigentlich nur ein bisschen an die Bande ran. Ja, es war klar, von beiden Seiten ein hartes Spiel. Gab es da Strafzeit? Nee. Arm bleibt unten. Ja, der ist hart im Nehmen, der steht wieder auf. Auch wenn er hier kurz aufgibt, aber der steht dann gleich wieder auf. Ja, auch das ist halt Eishockey. Ich meine, wenn es geht, steht er wieder auf und spielt weiter. Und hat er hier gemacht. Ja, unsere Unterzahl war sicher ein Schlüssel in dem Finale, dass wir gewinnen können, weil Hannover hatte überragendes Powerplay mit dem Gotsch, wahrscheinlich den besten One-Timer-Schützen zu der Zeit in der Liga. Der Gotsch hat natürlich, also in den ganzen Jahren, in denen ich in der Liga spiele, hatte der wahrscheinlich den härtesten Schuss und da muss man schon wissen, wie man sich reinstellt in so eine Granate. Also das ist, aber wenn du rausfährst, ist natürlich dein Job, dass du den halt blockst dann einfach. Ja, das war natürlich die Szene für mich in dem Spiel, wo ich es 2-0 schießen konnte. Ich denke aber, da haben die beiden Reihenkollegen, der Mike Green und der Timmy, super Arbeit davor gemacht. Aber ich denke, das hat zu der Zeit auch unsere Reihe ausgezeichnet, dass wir hart gearbeitet haben und auch Tore gemacht haben als dritte Reihe, glaube ich. Und ja, bei meinem Tor dann starke fußballerische Qualitäten bei der Scheibenannahme und dann ja, ein bisschen Glück bei dem Heber. Wieder ganz einfach gespielt, bring die Scheibe zum Tor, Höhe mit seiner fußballerischen Klasse, den angenommen und dann ja, abgefälscht und rein. Aber wie ich vorher auch schon gesagt habe, Tore können nur passieren, wenn man die Pucks aufs Tor bringt und das haben wir gemacht. Ja, hier das 3-0. War natürlich super wichtig im ersten Drittel noch, das war dann natürlich schon so eine Art Vorentscheidung. Hier im typischen Stil vom Kenny, wie er es gemacht hat, sich durchgetankt durch 2, 3 Gegner und dann auch ein bisschen mit Glück, wie bei den anderen Toren auch, reingefälscht. Ja, aber es war eben Kenny, unglaublicher Spieler, also hat die Zeit, in der er hier war, sehr geprägt. Ja, der Kenny war natürlich ein herausragender Torjäger. Der hat schon gewusst, was er macht da vorm Tor. Schon Torjäger von erster Sahne und hat er hier wieder unter Beweis gestellt.
Ja, Christoph Höhnleitner, 20 tolle Minuten Ihrer Mannschaft. Gibt es aus Ihrer Sicht überhaupt irgendetwas zu bemängeln? Ja, in der Defensive müssen wir vielleicht ein bisschen näher dran sein an denen. Die hatten gerade noch 2-0 einige Chancen. Der junge Christoph. Ganz schön außer Atem, der Kerl. Ja, aber da sieht man natürlich, dass es wahnsinnig anstrengend war, aber ja, Christoph, wie man ihn kennt, nicht so richtig in Shape wahrscheinlich. Ja, noch ziemlich jung habe ich da ausgeschaut, aber ist auch schon eine Weile her, noch keine grauen Haare. Und ziemlich außer Puste, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr trainieren sollen im Sommer. Dann kam natürlich das erste negative Erlebnis für uns in dem Spiel, das 3-1 Anschlusstreffer vom Diesel, der hier ja auch später Art Legende war, sage ich mal. Auch ähnlich wie der Kenny, ein Spieler mit unglaublicher Power und Torinstinkt. Und ja, gönne ich ihm, dass er das eine Tor hier geschossen hat. Hat leider für ihn oder zum Glück für ihn nicht gereicht. Und ja, aber ich denke, das Tor hat uns jetzt nicht so viel beeinflusst und wir sind weiter marschiert und konnten ja dann auch noch nachlegen im zweiten Drittel. Aber hier, der Mannheim-Manager, der lässt auch seinen Mann da laufen. Also. Der Johnny hier vom Gotch erstmal ein, was schon echt stark ist. Und dann räumt der Sascha alles ab. Erst unseren und dann den eigenen. Freie Bahn für den Jason. Und Stürmer auf seiner Klasse, wie man so schön sagt, lässt sich so eine Chance nicht entgehen. Ja, und das kann ich mich noch genau erinnern, dass die Scheibe da, keiner wusste wo, außer der Torjäger vom Dienst natürlich. Ja, die Scheibe ist da ganz lustig von der Bande aus dem Eck zurück vors Tor gesprungen und der Kenny steht da, wo ein Torjäger stehen muss. Ja, in dem Clip sieht man natürlich, wie wir uns alle im Laufe der Zeit sehr verändert haben. Sei es jetzt Furchi, Charlie oder auch in dem Interview vorhin ich. Aber letztendlich stand Furchi schon damals für das, was er jetzt auch steht, für den unbedingten Willen, Ehrgeiz und immer 100% geben, wofür unsere Organisation heute auch noch steht, auch wenn es mal Jahre gibt, wo es vielleicht nicht so läuft. Eishockey, ich mag so lange spielen, wie es geht, am liebsten bis 40, aber wer weiß, wie der Körper das mitmacht und ja, es gibt nichts Schöneres als Eishockeyspieler zum sein, glaube ich. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Ansichten, die ich da vertrete, die gelten nach wie vor. Also wenn ich gesund bleibe, dann will ich auch bis 40 spielen. Das habe ich damals schon gewusst und ist heute auch noch so. Natürlich bin ich heute schon deutlich näher dran. Ja, die Kulisse war natürlich überragend in dem Spiel. Derby, volles Haus. War auch sehr, sehr warm, kann ich mich noch erinnern. Wir hatten ja auch nicht so oft volles Haus da zu der Zeit. Und war natürlich unglaublich, hat riesig Spaß gemacht, wenn so eine Stimmung ist. Jeder weiß, wenn es bei uns ausverkauft ist, ist es wie in einem Tollhaus. Also ja, macht einfach nur Spaß. Wäre schön, wenn es immer so wäre. Bei dem Spiel hat man einfach gemerkt, dass Potenzial da ist in der Stadt und dass die Leute auch Eishockey sehen wollen. Und ja, dass es dann ausverkauft war, war natürlich ja, für uns alle auch ein Riesenspaß einfach, weil jeder wünscht sich vor ausverkauftem Haus zum Spielen, vor einer super Kulisse, Stimmung. Und von dem her hat man schon das Knistern gemerkt und das war einfach toll. Das war großartig. Sieht schon klar aus, 5-1 am zweiten Drittel, aber das ist halt Eishockey. Da geht es halt ganz schnell in die eine oder andere Richtung. Und ja, wenn es dann auf einmal 5-3 steht, dann schaust du halt einmal öfter zur Uhr hoch. Und für uns tickt sie natürlich im positiven Sinne und für den Gegner im negativen, in dem Fall Hannover. Wir haben halt gewusst, dass man 4 Minuten vor Schluss sollte man es eigentlich schon mal über die Zeit bringen, dann 2 Tore. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, Eishockey ist alles möglich. Und ja, das war halt auch typischer Dania, sage ich mal. Nicht unbedingt den klassischen Torwart-Style, sondern die Scheibe halt halten mit Energie, mit Power. Ja, war ein Bild, das für sich spricht, wie er gehalten und gelebt hat für uns. In dem Fall war es natürlich super, dass er gehalten hat, aber das war 10 Sekunden vor Schluss. Wäre es auch nicht so schlimm gewesen, wenn er eben durchgerutscht wäre. Und der Pokalsieger 2009 heißt Wolfsburg! Die letzten paar Sekunden und danach ist natürlich riesige Freude. War für einige der erste Titel, auch für manche auch der einzige, wie bei mir im Seniorenbereich bis jetzt. Ist natürlich dann riesige Freude, wenn man mal was gewinnen darf. Und
nicht nur den anderen zuschauen muss, wie wir es leider dreimal zu oft hatten. Es ist natürlich wunderschön, dann mit den Jungs sich auf dem Eis zu freuen und danach noch die Nacht ein bisschen unsicher machen kann. Und ja, war einfach ein schönes Gefühl. Ist auch schade, dass es den Pokal nicht mehr gibt, ehrlich gesagt, weil das könnte man eigentlich schon gut einbauen. Der Sieger kann sich für die Champions League qualifizieren zum Beispiel und damit hätte man schon wieder einen Anreiz geschaffen. Aber wie gesagt, es ist schade, dass es ihn nicht mehr gibt, weil ich fand es großartig, wenn auch die DEL-Clubs dann halt auch mal gegen Oberligisten spielen. Das sehen die auch nicht alle Tage dort und von dem her war das in meinen Augen ein super Format. Und wie man da auch sieht, ausverkauftes Haus, die Zuschauer wollen dann halt auch eben so Spiele sehen, wo es um Pokale geht. Und wenn dann eben auch mal dann ein anderer Club als die Etablierten oder die Großen vielmehr, dann was gewinnen, dann ist es doch großartig für unsere Sportart. Ja, hier ist der Hosby gerade, hat ja auch sehr, sehr viel geleistet für die Grizzlies und super Spieler, super Typ gewesen. Ja, hier kommt Matt Kinch nach mir dann, hat uns kurz ausgeholfen, sag ich mal, kam während der Saison, war grundsolider Verteidiger. Ja, alles super Typen auch, wie es halt immer in Wolfsburg war, hier auch der Johnny. Vielleicht für einen Ausländer nicht der, wo am meisten produziert hat, aber auch für das Mannschaftsgefüge super wichtig. Mike Green, der war lange mein Mittelstürmer, riesig Spaß gemacht, mit dem zu spielen. Hatte auch unglaubliche Power und ja, ganz leicht neben ihm zu spielen. Da hätte ich fast noch das Mannschaftsfoto verpasst, das Pokalfoto. Ich bin froh, dass ich es nicht verpasst habe, weil das auch bei mir zu Hause groß hängt. Weil so ein Moment ist natürlich was Besonderes. Wie gesagt, einen Titel gewonnen und es bleibt natürlich in Erinnerung. Und so eine Mannschaft bleibt natürlich dann auch unvergessen irgendwo. Ja, Toni, ein ganz spezieller Trainer natürlich für mich. Unter ihm habe ich mich in der DEL durchgesetzt, habe ihm unglaublich viel zu verdanken, dass nach den zwei sportlich, sage ich mal, schweren Jahren für mich in Ingolstadt, er mir die Chance gegeben hat und ich mich in der Liga etablieren konnte. Umso trauriger ist natürlich das Schicksal, was mit ihm passiert ist. Hat uns alle, die mit ihm zu tun hatten, sehr, sehr bewegt, weil er, ich denke, ein super Mensch war, hat einem immer geholfen, wenn man ein Problem hatte. Ja. Und auch im Eishockey hat er viel bewegt, mit uns hat er hier gewonnen, hat Wolfsburg auf die richtige Spur gebracht, die Pavel dann weitergeführt hat. Und ja, das ist leider viel, viel zu früh gegangen von uns. Ja, in erster Linie ist es natürlich wahnsinnig traurig, dass der Toni schon im Himmel ist. Deswegen ist eigentlich die Erinnerung an Toni natürlich, den ich 2 Jahre als Trainer hatte, natürlich auch in der Hinsicht natürlich traurig und schön, dass er da auch noch mal ein bisschen gewürdigt wird mit dem Pokalsieg. Ich weiß, dass von uns keiner den Pokal haben durfte, weil er nur der Chuno umarmt hat. Das weiß ich noch, aber in der Kabine haben wir erstmal ein paar Bierchen getrunken, das auch zu Recht. Und das weiß ich noch. Ich glaube, dann ging es weiter im Kaufhof, aber ehrlich gesagt, kann auch sein, dass ich nach der Kabine schon nach Hause musste, ist auch möglich, weiß ich nicht. Und bitte.